und die hohle Welt. Auszug aus dem Buch Germaniens reine Seele von Rainer Schulz. Du gleichst dem Geist, den du begreifst. Goethe. Faust, Teil 1, Nacht. Als im Zuge der großen Gleichschaltung alle germanischen Feste römisch-christliche Namen erhalten hatten, formte man auch aus dem Fest der Frühlingsgöttin Ostra, Ausra, Ostara das christliche Osterfest. Auf dem ersten Konzil von Nicäa im Jahre 325 wurde das Datum der Kreuzigung auf den ersten Freitag nach dem ersten Frühlingsvollmond in Verknüpfung mit dem alten heidnischen Kalender festgelegt, wodurch die Kuriosität entstanden ist, dass die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu alljährlich an einem anderen Tag gefeiert wird. Nachdem man sich lange Zeit nicht einigen konnte, welchen Namen man diesem Fest geben sollte, entschied man sich erst auf dem zweiten Konzil von Nicäa im Jahre 787. Damals standen zwei zur Auswahl, Ostern oder Passa. In Deutschland und England entschied man sich bekanntlich für Ostern, Easter. Im übrigen Europa wählte man Passa. Dies geschah vor über 1000 Jahren und die alten Sitten und Gebräuche wollen uns einfach nicht aus dem Kopf gehen. Natürlich gab es damals kein Schloss Osterland, auch keine Osterburgen und Österreich hieß noch Ostarrichi. Aber was hat das nun mit dem eierlegenden Osterhasen zu tun? Ein Blick in unsere alte Religion hilft uns schnell weiter. Wir haben gesehen, dass es 12 Asen sowie 12 Türkreiszeichen gibt. Zu der Bezeichnung Asen ist auch eine besondere Erklärung nötig. As ist Himmelsfeuerzeugungsordnungstat auf geistiger Ebene. As, die Asen, der Ase, Himmelsfeuer, Lichtgötter der Ario-Germanen. As oder Has, der Hase, das sinndeutliche Wort und Bildzeichen für Ase. Daher heiliges Tier und verchristliche Teufelsmaske. Die Verehrung zu Ostern bezieht sich auf Ostara und ist Sinnbild für Ehe und Beziehung, Fruchtbarkeit und Geburt. Runisch gelesen löst sich der Name in Os gleich Mund, Mutterschoß und Tar gleich Zeugen auf. Gemeint ist damit das neu entstandene Leben im Frühling, der Entstehungsmund, die Himmelsfeueroffenbarung auf geistiger Ebene. Wie ich im Abschnitt über die große Gleichschaltung beschrieb, wurde fast alles im Zuge der Christianisierung verfälscht, beziehungsweise nach Jahrhunderten der Umerziehung vom Volksmund falsch wiedergegeben. So wurde aus dem Ostara-Asen durch Voransetzung des Anlautes H ein Osterhase. Dieser Osterhase legt nun seine Eier aus, was aber mythengeschichtlich mit dem Urei, dem Weltenei, zu tun hat. In der Schöpfungssage der nordamerikanischen Indianer legt der Hase das Weltenei und brütet es, umgeben von allen heiligen Tieren, über dem Urgewässer aus. Auch in den Veden hören wir von einem Weltenei, das Gott den Menschen schenkte, das Brahmana-Ei. Zum Andenken daran beschenken wir uns jedes Jahr seit dieser Zeit mit Ostereiern. Hier muss zum besseren Verständnis auf Agnus, das Lamm, hingewiesen werden, als welches Christus schon in der alten vorchristlichen Mythologie erscheint. Das Lamm Gottes ist bis heute sein Wappentier geblieben. Christus lautet in der Urform Harisos, gleich Aristos, das Höchste, das Erste, das Herrste. Dieser Erste, griechisch Ariston, gleich der Vornehme, der Arischste, der Erste, auf Sächsisch und Altdeutsch der Arschte. Fürst und Fürst haben hiervon ihren Ursprung, nämlich der Fürst und Fürst am Himmel, der Widder im Türkreis, mit dem die Leuchte, das Lamm, die Lampe, wieder erscheint nach des Winters Nacht. Hier finden wir wieder die eindeutigen Beweise, dass der Christenkult ursprünglich ein Sonnenkult war, von dem der Kirchenvater Augustin wie von einer Selbstverständlichkeit sprach. Diese Lampe, dieses Feuer, indisch Agni und lateinisch Agnus gleich Lamm, ergibt aber wieder dasselbe Bild wie das von Meisterlampe, dem Hasen, dem Asen. Dieser Osterase, der Meisterlampe,
ist die Osterlampe, die Osterleuchte, die zu dieser Zeit, wenn die Sonne im Tierkreiszeichen des Widders, der ein Lamm ist, steht, in der Lampe des Meisters Lampe verehrt wurde. Der Volksmund, der wieder einmal das Richtige falsch übersetzt hat, machte, wie schon angeführt, aus diesem Osterasen den Osterhasen. Und nun muss dieser auch noch Eier legen, was doch gar nicht sein Geschäft ist, sondern das der Hühner, allenfalls des mythologischen Hahnes. Hahn gleich Ahn ist aber der Hohe. Der englische Hare, deutsch der Hase, ist verwandt mit Haar, altnordisch Hoch, dem Hohen. Diese Hasen, die ich oben schon angeführt habe, sind noch eine besondere Erläuterung wert. Hasala, Hasal, Hasel gleich Hasel. Has-al-a, in Klammer As, ist Himmelsfeuer, Zeugungsordnung und Allah ist Allheil, ist gleich Asenheil, die Haselstaude. Darum wurden aus der Haselstaude der Wunschstab gleich Zauberstab, der weiße Stab gleich Wanderstab, oben mit der Tiesalartigen Gabelung und die Wünschelrute geschnitten. Fortführend finden wir noch den Hasalwurm, Haselwurm, die sagenhaft weiße Schlange. Verschiedene Schulwissenschaftler leugnen natürlich die Existenz des gesamten Ostara-Glaubens und versuchen, Jakob Grimms Werk Deutsche Mythologie in den Bereich der Fantasie zu rücken. Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, in Klammer Aberglaube gleich Überglaube gleich höchster Gottesglaube, wird als einziger Beweis der Existenz einer Göttin Eostra die angelsächsische Schrift eines Mönchs mit dem Namen Beda Venerabilis angeführt. Der ehrwürdige Beda hätte eine Eostra allerdings selbst erfunden. Wie wir nachfolgend sehen werden, fehlt den späten Interpretatoren jegliches Grundwissen. Beschäftigen wir uns nun zwecks näherer Deutung mit den Armanen und deren Ursprache. Im Ostara-Monat heißt der Monatsname Vuotans Nikutr, deutsch Überwinter, welcher sich kalisch löst in Hni gleich Geist und Kutr, in Klammer Kutte, Kittel, was so viel bedeutet wie einkleiden, einhüllen, also mit dem Körper umhüllen. Das Himmelszeichen besteht aus dem Sonnenkreis mit Hörnern, die als Stier- oder Mondhörner gelten und wird als Stier bezeichnet. Die Götterburg wird Glatzheim, zu Deutsch Glanzheim, genannt. Vuotan selbst ist der Monatsgott. Ist nun Nikudr als der Einkleider der Seelen benannt, so ist die Götterburg Glatzheim, die mit Glanz nichts zu tun hat, wohl aber mit dem Gelade, nämlich dem Einladen oder Locken, als das lockende Sonnenhaus enträtselt. Der Name Ostar ist als der Mund der Zeugung erkennbar. Man wird nun unschwer das Himmelszeichen verstehen. Hornen oder Horen heißt Zeugen. In Klammer vergleiche den Monatsnamen Hornung ist gleich Februar. Darum stellt Siegfried den Hyrninen Siegfried dar, der die zeugende Sonne symbolisiert. Deshalb ist auch Jupiter Ammon gehörnt, wie auch Jo, die Erde als Kuh, gehörnt ist. Nun können wir auch verstehen, warum die sogenannten Perchten in ihrer Vermummung mit Kuhhaut und dem Gehörne bildlich sinndeutlich die zeugende Erdmutter darstellen. Der Name Stier ist zusammengezogen aus Sa gleich machen und Tür gleich zeugen. Und daher das Sinnbild jenes Monats, in dem die Zeugungskraft der Sonne sich am kraftvollsten äußert. Aus gleichem Grunde wird das Ostar-Fest in diesem Monat gefeiert. Es ist also hohe Zeit am Himmel, wenn in diesem Sonnenhaus die Sonne und der Vollmond zusammentreffen. Jene hohe Zeit gilt jedoch nicht im Sinne des räumlich Hohen, denn die Sonne steigt in den nächsten Monaten ja noch viel höher, sondern als die Zeit des Hohen, in Klammer Haar. Aus diesem Grunde hat der Begriff Hochzeit nur einen möglichen Gegensatz, die Tiefzeit. Es gibt nur eine Götterhochzeit, die des Sonnengottes mit der Erden- oder Mondgöttin. Alle anderen Vereinigungen der Götter mit der Erdengöttin sind lediglich Vermählungen, aber keine Hochzeiten. Nach der Geheimlehre des Arminismus ist die Entwicklung der Gottheitsoffenbarung vom ungeoffenbarten Gott durch die drei Logis bis zur physischen Ebene eine stetige Fortentwicklung gewesen.
Sie erscheint in dem Kreis Rühr mich nicht an, und zwar als reiner Geist, welcher durch den Willen als ursachenlose Ursache durch Einatmung, in Klammern Verdichtung, beginnt, zur Materie zu werden. Dieser innere Willensvorgang wird als die Befruchtung des Welteneis gekennzeichnet, indem der Kreis mit dem Punkt durch die Eirunde ersetzt wird. Dieser Zustand wird gekennzeichnet mit dem Namen Allvater. Wir sehen, wie tiefsinnig diese Angelegenheit in Wirklichkeit ist und was plötzlich zutage kommt, wenn man eben in die verdunkelte Tiefe geht. Was hat es nun mit dieser eingeschlossenen Gottheit im Weltenei bzw. mit der Befruchtung derselbigen Punkt im Kreis auf sich? Was sagen uns die alten Lehrer, wie zum Beispiel Plato in seinem Kritias dazu? Er, der Gott der Götter, versammelt alle Götter in ihrem ehrwürdigen Wohnsitz, der in der Mitte des Weltalls liegt und einen Überblick über alles gewährt, was je des Entstehens teilhaftig wurde. Die Schriften der alten Inder, Ägypter, der Mayas, der Griechen, Babylonier usw. sagen dasselbe und beschreiben uns die Erdenwelt zum Teil sogar in ihren Einzelheiten. In der Bibel steht bei Moses die komplette Beschreibung der hohlen Welt. Unsere Edda beschreibt ebenfalls ausführlich: In der Mitte der Welt liegt Asgard. Dort ist der Hochsitz Rlidkialf, von dem die ganze Welt zu übersehen und jeglicher Menschen Tun zu beobachten ist. Dort wohnt Allvater. Auch Goethe muss diese alten Berichte über die Welttheorie gekannt haben, wenn er schreibt: Noch spukt der babylonische Turm, sie sind nicht zu vereinen. Ein jeder Mann hat einen Wurm, Kopernikus den seinen. Im Faust schreibt er: Das ist die Welt, ist hohl inwendig. In seinen 1858 herausgegebenen Werken, Band 40, Seite 296, lesen wir: Die Sache mag sein, wie sie will. So muss geschrieben stehen, dass ich diese vermaledeite Polterkammer der neuen Weltschöpfung verfluche, und es wird irgendein junger, geistreicher Mann aufstehen, der sich diesem allgemeinen, verrückten Konsens zu widersetzen den Mut hat. Der große nordische Dichter August Strindberg sagt in seinem Blaubuch: Die Astronomie, so wie sie heute auf den Universitäten verhökert wird, ist eine einzige Symphonie des Unsinns. Erstaunliches dazu finden wir in der Geschichte des Altertums von 1778. Hier wird von einer Entfernung Erde-Mond von 48.000 Kilometern gesprochen, obwohl das kopernikanische Weltbild damals schon lange bekannt war. Na, immer noch besser als die fantasievollen 384.400 Kilometer, die man uns heute verhökern will. Kann man Christ sein und gleichzeitig an die kopernikanische Wissenschaft glauben und dabei noch seine Religion ernst nehmen? Das kopernikanische System ist sinn- und zwecklos. Glutgasbälle rasen durch eine finstere Leere von 273 Grad Kälte. Und nur auf der Erde ist für eine relativ kurze Zeit Leben möglich. Über kurz oder lang muss sie erkalten und als toter, erstarrter Ball in die Sonne stürzen. Auch diese erkaltet schließlich und stürzt in eine Zentralsonne und so weiter, bis nur noch tote, eisige Bälle in ewiger, eisiger Nacht schweben. Die Welt stirbt am Kältetod. Eine Rettung ist nicht möglich. Sogar der menschliche Verstand hätte ausgereicht, Besseres zu schaffen. Gott ein solches Stümperwerk zuzuschreiben, grenzt an Gotteslästerung. Derselbe Gott, der das Wunderwerk des menschlichen Körpers geschaffen hat, und das von höchster Zweckmäßigkeit zeugende menschliche Auge sowie das Wunder der Pflanzenwelt soll gleichzeitig ein so sinn- und zweckloses kopernikanisches Weltall voller glühender Gasbälle geschaffen haben? Er kann nicht im Kleinen ein Meister gewesen sein und im Großen nicht. Alles Leben ist inwendig, das Ei, die Zellen im Körper, das Kind im Tier- oder Menschenleib. Aber das höchste Leben, das der Erde, soll außerhalb sein? Oder ist die Leere aus dem Urknall sei das Leben entstanden und das Leben würde wieder in der totalen Vernichtung enden beabsichtigt? Es stellt sich dann aber die Frage, wem würde diese Theorie nutzen?
Zu Beginn der 90er Jahre hatten wir in Mitteldeutschland erkannt, dass es zwar nun alles zu kaufen gibt, wie in Westdeutschland, dort aber in puncto Zusammenhalt bereits ein tiefes Loch klaffte. Die meisten machten ihr Ding für sich, während bei uns bis dato noch ein großer Zusammenhalt vorhanden war. Wo sollte dieser auch in der Alt-BRD herkommen, da ja im großen Umerziehungsplan die Förderung des monetären Materialismus ganz oben stand? Schon den Kindern wird gelehrt, dass man seine Ellenbogen gebrauchen muss und dass drei Dinge wichtig sind im Leben. Geld, Geld, Geld. Da man ja nur einmal lebt. Der Atheismus hatte den Weg dazu bereitet und der Kapitalismus verdient sich eine goldene Nase dabei. Die Menschen, die in dieser Scheinwelt, in dieser Matrix ihre Illusion hinterherjagen, lassen sich als Werkzeuge leichter missbrauchen. Auf der anderen Seite steht die Lehre von ewiger Wiedergeburt und die karmischen Gesetze. Wie du säst, so wirst du ernten. Alles kommt auf dich selber wieder zurück. Würde das in den Schulen gelehrt werden, hätte der Materialismus wohl keine Chance mehr. Zurück zum sogenannten Weltenei. In den meisten sogenannten romanischen Kirchen, welche in der Apsis eine Ausmalung aufweisen, finden wir Gottvater bzw. Jesus in einer sogenannten Mandorla sitzen. Eine Mandorla ist laut Fremdwörterbuch ein mantelförmiger Heiligenschein, welcher die Figur vollständig umschließt. Auch das indische Wort Mandala, welches mysterischer Kreis bedeutet, ist artverwandt. Wir wollen hierzu etwas mehr in die Tiefe gehen, denn es riecht schon wieder nach Nordluft. Götzinger schreibt in seinem Reallexikon der deutschen Altertümer: Mandorla oder mystische Mandel heißt eine Gloriole in Form eines früher stumpfen, später oben und unten zugespitzten Ovals. Name und Bedeutung erklären sich daraus, dass die Mandelfrucht im harten Kerne als Sinnbild der Menschwerdung galt. Diese sogenannte Mandorla war in alten Zeiten oben stumpf, hatte demnach eine ovale, eiförmige Form, wohl wieder das Weltenei darstellend. So wurde auch dieses uralte Symbol in geschickter Weise ins Christliche eingebracht. Der Heiligenschein, in Klammern Aura, wird sonst immer und überall als Halbkreis über dem Kopf dargestellt. Deshalb ist die Aussage diverser christlicher Lehrer, die Mandorla könne auch den Heiligenschein darstellen, falsch. Jeder, der sich die betreffenden Fotos ansieht, kann sich seine eigene Meinung bilden. Die alte Urkirche wusste, warum sie in den frühchristlichen Kirchen Gott im Zentrum der Welt so darstellte. Und die deutsche Bauhütte, die das armanische Wissen bewahrte, führte diese Arbeiten in den romanischen Kirchen bei uns nicht nur aus, sondern fügte zudem in sich versteckt nordische Sinnbilder ein. Das aussagekräftigste Motiv zur hohlen Weltdarstellung befindet sich in einer französischen Handschrift aus dem 13. Jahrhundert, der Bibel Moralisée. Auf dem ersten Blatt ist Gottvater zu sehen, wie er mit einem Zirkel die Welt vermisst. Gottvater ist der Konstrukteur, der den Kosmos nicht einfach nur geschöpft, sondern bis aufs kleinste Detail berechnet und geplant hat. Der Zirkel ist in der Bilderschrift das Sinnbild für Einschließen, Einkreisen. Es wird damit also nochmals angedeutet, dass Gott die Erde eingeschlossen hat, wohl eben in das Weltenei. Leider können das viele unserer Wissenschaftler, die ständig mit diesen Themen beschäftigt sind, nicht sehen und erkennen. Wenn die Erde hohl ist, was ist dann mit den anderen Planeten? Sind sie auch hohl? Durchleben wir auf den anderen mit der Erde insgesamt 7 Planeten, die 7 Menschenwurzelrassen? Gibt es also noch 6 andere sogenannte Welteneier? Ist unseres das einzige? Was ist außerhalb des Welteneies? So wird immer gefragt. Gegenfrage: Was ist außerhalb des Universums? Leider leben wir zurzeit in der 3. Dimension und haben sehr viel altes Wissen verloren. Was können wir uns noch erarbeiten? Und woher? Das Ei hat noch eine weitere Bedeutung, die fast schon gänzlich verloren gegangen ist. Seit Urtagen ist es das Rechtssinnbild schlechthin. Es verbindet die Begriffe von Recht und Gesetz mit der geistgöttlichen Ichheit und stellt ebenso die eingeschlossene Gottheit im Weltenei dar. Das Rechtssinnbild des Eies
das die Zugehörigen der Hunenschaft dem Hunführer oder Femgrafen zu überreichen hatten, galt ihnen als Zeichen, dass er im Recht und Gesetz die geistgöttliche Ichheit anerkenne. Der Ausruf Ei, Ei ist uns bis heute aus dieser Zeit erhalten. Auch der Eid ist eine Ableitung des Wortes Ei. Fortführend dazu, Enne ist gleich das rechte Entstehungsheil. Also das rechte Entstehungsheil der Gesetzmäßigkeit unter dem Entstehungszwange des Natururgesetzes, gleich Enne, Henne. Daher Henneberg gleich Rechtsentstehung und Wahrung geborgen. Daher ist die Henne, wie das Ei, ein Rechtssinnbild, das der Zugehörige einer Zehnschaft oder Huhnschaft an gebotenen Tingen darbringen musste, um sinndeutlich sich dem Gerichte unterzuordnen. Fortführend dazu, Enoch ist gleich Henoch ist gleich Gesetzesverkünder, in Klammern angeblich ein hebräischer Name.